Liebe Kinder in der Schule, wir beginnen jetzt die Fastenzeit und darum habe ich euch auch Asche geschickt für den Aschermittwoch. Die Asche zeigt uns, wie zerbrechlich wir eigentlich sind und wir merken es leider gerade am Krieg in der Ukraine. Wir wollen selber auch aufpassen und nichts zerbrechen. Aber wir wissen, trotz unserer Zerbrechlichkeit sind wir auch in Gottes Hand. Die Fastenzeit ist auch die Zeit, wo wir an das Leiden Jesu Christi denken. Darum habe ich euch auch hier eine Statue mit dem leidenden Jesus hergestellt, mit Dornenkrone und hier mit so einem Stab, den ihm die Soldaten in die Hand gedrückt haben. Auch hier dürfen wir denken, nicht nur an den leidenden Jesus Christus, sondern alle Menschen, die leiden. In unserer Nähe in der Ukraine, aber auch zum Beispiel in Syrien und überall auf der ganzen Welt. Ja, die Fastenzeit soll auch eine Zeit sein, wo wir etwas stiller werden und wo wir ganz besonders an Jesus denken, damit wir dann zu Ostern auch die Auferstehung von Jesus Christus, den Sieg des Lebens über den Tod feiern können.